Hui! Hui, hier sind wir wieder, die Alohas. Und diesmal haben wir sozusagen eine von uns im Mittelpunkt mal wieder, die Regina Stolze. Ja, Regina ist eine Abenteurerin und das ist im Grunde etwas, was womit sie ja Menschen weiterbringt. Oder sie bringt Menschen ins Abenteuer oder vielleicht auch sich selbst. Wir wissen es nicht genau. Sie wird es uns erzählen. Und da ist natürlich wieder die liebe Carola, die auch ganz neugierig ist auf die Regina, nicht? Wir sind doch beide ganz neugierig, was die Regina uns über Abenteuer zu erzählen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon ganz gespannt und das ist ja auch typisch Abenteuer. Genau, bei Abenteuer weiß man ja nie, was Ja, da genau. kommt, ne? Ja. Ein Ha, guter Monster. Punkt. Die Spannung steigt. Absolutely. Ja, Carola, magst du anfangen zu fragen? Du siehst so ganz neugierig aus. Ja, also wenn jemand was von Abenteuer versteht, dann ist es ja Regina, denn sie ist so offen für Abenteuer und hat auch schon viele Abenteuer erlebt. Und auch nicht nur allein, sondern auch mit anderen. Und ich durfte auch Teil sein. Und Regina, was ist eigentlich ein Abenteuer für dich? Fangen wir doch mal so an. Ja, gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ich habe nämlich früher immer gedacht, dass ein Abenteuer immer etwas ganz Gefährliches ist, wo irgendwie vielleicht auch irgendwas Schlimmes passieren kann. Aber das ist, glaube ich, eher Kamikaze. Ein Abenteuer ist was ganz Tolles, was Lebendiges, auch etwas Unvorhergesehenes, wo man sich so ein bisschen in das sogenannte Unknown ins Unbekannte bringt und dann einfach neugierig auf den Weg ist und neugierig drauf ist, was da passieren will. Und es kann halt zum Beispiel sein, dass man einfach auf eine Party geht, wo man keinen kennt und sich darauf freut und einfach das so kommen lässt, was da passieren will. Oder alleine eine Reise macht oder eine neue Sportart ausprobiert oder allein im Wald spazieren geht, also letztendlich ist es, glaube ich, eher so eine innere Haltung auch. So, das merke ich gerade jetzt selber, wo du mich fragst. Es hat viel mit der inneren Haltung zu tun. Ja, was braucht es für diese innere Haltung, dass es ein Abenteuer wird oder dass du dich auf Abenteuer einlassen kannst? Auch eine gute Frage. Also bei mir ist es so, ich bin von der Persönlichkeit her so gestrickt, dass ich häufiger mal was Neues brauche. Mir ist sonst zu schnell langweilig. Ich bin ja ein bisschen wild, ne? So, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so öffentlich verraten darf. Zu Aber spät. zu spät, ne? Genau. Ich Aufnahme brauche, läuft schon. ja, uiuiui. Ich brauche ja häufiger mal was Spannendes und was Neues, neue Erlebnisse und ich bin sehr gerne unterwegs, on the road. Deshalb sitze ich ja jetzt hier auch in meinem Auto und mit dem ich ja besonders gerne Abenteuer auch erlebe. Ja, es braucht, glaube ich, in gewissermaßen so ein bisschen so eine Persönlichkeit, dass man einfach da Lust zu hat, also auch rauszugehen und so eine Offenheit hat. Und wenn man aber die innere Haltung sich so antrainiert hat oder die schon immer hatte oder wie auch immer, dass man einfach neugierig ist auf das, was kommt. Es braucht Neugierde. Es braucht Neugierde und es braucht Vertrauen. Vertrauen, dass alles gut wird, dass es auf jeden Fall ein gutes Erlebnis wird. Ja, danke. Also Bettina, was meinst du denn? Was für Abenteuer hast du denn mit Regina schon erlebt? Also es ist ja eine Frage wahrscheinlich auch der Erfahrung, was ein Abenteuer ist, ne? Also gefährlich muss es nicht sein, haben wir gehört. Es ist ja vielleicht auch einfach into the unknown, hast du gesagt, Regina. Und da muss es ja jetzt beispielsweise für Bettina gar nicht was ganz anderes sein oder umgekehrt für dich, Regina, das ist teilweise ja auch bekanntes Terrain. Ist es ein Grenzüberschreiten vielleicht und zulassen? Tina, jetzt frage ich dich mal einfach. Ich muss überlegen, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mit Regina unterwegs bin, dann ist das so etwas Sprudelndes, Lebendiges.
Egal, ob wir St. Georg oder Poppenbüttel ein Bier trinken und dann ein Interview machen, dann mitten im Regen, unter dem Regenschirm uns interviewten. Das ist ja auch ein Abenteuer, wenn man dann plötzlich was ganz anderes macht. Oder irgendwo hinfährt, wo man noch nie war. Aber es muss einfach nicht immer das große Abenteuer sein. Es ist einfach dieses sprudelnde, lebendige und nicht nur so Angst haben vor dem, was man noch nicht kennt. So erlebe ich dich, Regina. Ja, vielleicht ergänze ich dazu noch mal was. Da fallen mir jetzt ja auch selber meine eigenen Reisen ein. Und ich fand es sonst selber auch immer gar nicht so wahnsinnig abenteuerlustig mit meinen Reisen, denn viele Leute verreisen alleine in ganz andere Gegenden, die auch vielleicht sogar gefährlich sind oder richtig unbekannt sind. Ich war ja eigentlich bis jetzt immer überwiegend so, wenn ich allein unterwegs war, in der westlichen Welt unterwegs. Das heißt, da kann einem ja eigentlich nichts passieren, ne? So, und deshalb habe ich immer gedacht, das sei vielleicht gar kein Abenteuer. Ich habe es gar nicht so als Abenteuer betrachtet, bis mal jemand zu mir sagt, ja, Regina, du verstehst richtig was von Abenteuer. Du bist doch so eine Abenteurerin. Und ich fand es immer gar nicht so besonders. Also ich brauchte erst jemanden, der mir das gesagt hat, dass ich ein Abenteurer sei. Und dass es durchaus mutig ist, alleine nach Hawaii zu fliegen, da im Grunde genommen nicht richtig irgendwas vorzuhaben und auch keinen Plan zu haben, sondern einfach, weil jemand gesagt hat, Mensch, das könnte dir gefallen, vertrau mir, fahr mal hin, guck's dir mal an. Und ich mache das dann einfach, weil ich dachte, okay, hört sich irgendwie ja noch ein bisschen komisch an, aber irgendwie auch stimmig, also mache ich mal. Und ich habe schon häufiger Reisen alleine gemacht und ich werde demnächst, ich verrate aber noch nicht, wohin es geht, ja auch wieder eine Reise alleine machen. Und wenn das Video hier veröffentlicht ist, bin ich vielleicht sogar auch schon wieder zurück. Schauen wir mal. Und ich liebe das einfach. Ich brauche auch so ein bisschen so leicht den Nervenkitzel, dass man nicht so richtig weiß, ja, funktioniert das denn alles? Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch eigentlich, dass es funktioniert. Es ist letztendlich, nein, ich fahre nicht weg. Jetzt werde ich hier gefragt, ob ich meinen Parkplatz aufgebe, aber ich fahre ja nicht weg. Ja. Ja, apropos fahren. Du fährst ja sehr gerne und bist wahrscheinlich mit deinem Auto, was ja Aloha heißt, wenn ich das verraten darf, in Abenteuer, auf Abenteuertouren gewesen. Und was macht das für dich aus im Auto, in deinem besonderen Auto, da kannst du was zu sagen, Abenteuer zu erleben? Ist das was, was wichtig ist für dich? Ja, das ist sehr wichtig für mich. Das ist echt überhaupt eine schöne Frage, Carola. Das ist total wichtig für mich. Ja, du hast es ja schon gesagt, das ist ein besonderes Auto. Viele wissen es ja auch schon, ich fahre ja Elektroauto und ich fahre Tesla. Und das ist ja sozusagen meine große Liebe, kann ich schon fast sagen. Das kann ich bestätigen. Und Autofahren ist ja, ja teilweise so ein bisschen aus der Mode gekommen zwischenzeitlich. Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt wieder mehr in die Mode, weil man ja in einem abgeschotteten, geschützten Raum sitzt, wo man ja auch teilweise allein oder mit wenigen Personen drin sitzt und man mobil ist. Also ich bin mobil und für mich ist es eine Form der Freiheit. Und ich hatte mal 1,5 Jahre gar kein Auto, bevor ich mir den Tesla gekauft habe. Und im Nachhinein frage ich mich, wie konnte es überhaupt gehen, dass ich kein Auto habe? Denn ich als Abenteurer, als jemand, die die Freiheit liebt, die gerne unterwegs ist, in Bewegung und gerne Strecken zurücklegt, ist es einfach essentiell. Ja. Und das ist auch etwas, was mir einen gewissen geschützten Rahmen natürlich gibt. Ich kenne mein Auto, ich liebe mein Auto, ich erfreue mich dran, ich kann ausgucken, ich kann die vorbeirauschende Landschaft schauen, ich kann Leute mitnehmen. Ich mache ja auch Trainings, wenn ich als Sparringspartner, als Coach unterwegs bin, dann mache ich das ja auch durchaus mit Autofahren. Ne? Das ist etwas verrückt auch, wo dann auch keiner so richtig mit rechnet. Und die dann auch mein Auto fahren dürfen, ist auch für mich übrigens ein Abenteuer, dass ich andere Leute, und ich habe schon wahnsinnig viele damit fahren lassen, das ist für mich auch ein Abenteuer und auch neu, mich da auf diese ungewisse Situation einzulassen. Ja. Schön, und da kann ich auch gut anknüpfen, denn wir waren ja auch zusammen auf Hawaii und wir haben uns meist einen Tesla geliehen
Und ich hatte das Vergnügen, mich von dir fahren zu lassen. Und es hat dir auch Vergnügen bereitet, mich zu fahren. Und zwar an die Spots, die du letztes Jahr entdeckt hast. Und das war so ein schönes Gefühl, mit dir in dieses Abenteuer zu fahren und das gemeinsam zu erleben, aber eben auch in so einer gegenseitigen Freude, weil das Auto hat schon auch eine wichtige Rolle dabei gespielt, auf jeden Fall beim Fahren, ne? Und Abenteuer zuzulassen, dafür muss man sich ja auch wohlfühlen. Und das ist für dich ja auch so ein Wohlfühlen, in so einem Auto zu sitzen. Und wir hatten einmal gedacht, oh, jetzt kriegen wir keinen Tesla. Und dann haben wir ganz schnell gesagt, nee, wir brauchen doch wieder einen Tesla, um wieder das Abenteuer auch erlauben zu können. Ne? Und ich bin Unternehmerin für die Zuschauer. Und das ist ja für mich sehr, sehr angenehm gewesen, dich als Begleitung zu haben. Denn du hast auch viel organisiert. Du hast diese Abenteuer auch kreiert, immer in Einvernehmen mit mir und in Absprache natürlich. Und gleichzeitig habe ich mich auch auf vieles eingelassen und habe mich total sicher und wohl gefühlt in deiner Nähe, sodass Abenteuer entstehen konnten und wir Leute kennengelernt haben. Und das kommt total rüber, dass es eben auch ideal ist, um dann vielleicht sich selber oder auch miteinander in Gesprächen und philosophischen Gedanken sich näher zu kommen, dass das einfach so wichtig ist, dass es uns gut geht dabei. Ne? Und dann kann auch jedes Abenteuer kommen und auch gemeinsam haben wir ja schöne Sachen erlebt. Davon willst du auch mehr, ne? Von solchen gerne. Also am liebsten nur noch solche Abenteuer. Ja, und es ist ja auch immer in unserer Verantwortung, sich selber ein Abenteuer zu kreieren. Und vielen Dank, dass du dich da auch so drauf eingelassen hast. Ich denke, da sind wir wirklich ein gutes Team auch gewesen. Absolutely. Ja, und ich finde, du hast es sehr schön auch formuliert und auch du, Bettina, vorhin. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Regenschirmaktion mit dem Video, wo ich aber dann vergessen habe, auf den Knopf zu drücken oder wieder aus. Mal hat es geklappt. Ja, genau, sodass wir dann gar kein Video aufgenommen haben, obwohl es das Beste war. Ja. Irgendwann waren wir im Dunkeln. Genau. Ja, also ich mag total gerne einfach die Situation so nehmen, wie sie sind. Das mag ich. Also bei mir muss es auch nicht perfekt sein. Ich kann es gut handeln mit ungewissen Situationen oder auch wo Dinge dazwischen kommen. Das kann ich wirklich sehr gut handeln. Es war mir früher nicht so klar, dass ich so gut handeln kann, weil ich bin ja nun ich kenne es ja nicht anders mit mir, aber das wurde mir häufiger schon gesagt, Mensch, du bist ja total entspannt, wenn mal irgendwie was nicht geklappt hat sofort oder so. Ja klar, da fängt auch für mich gerade erst die Aufregung an. Also nicht, dass ich jetzt nicht falsch verstehe, manche Leute kreieren sich ja auch ein Drama oder so, ne? Das ist natürlich nicht der Fall. Also finde ich jedenfalls nicht, weiß nicht, was ihr sagen könnt, ich glaube, ich bin keine Drama-Queen. Aber die Dinge, die dazwischen kommen oder unvorhergesehen ist oder so, kann ich sehr gut handeln. Da bin ich eigentlich immer ganz entspannt, ja. Das ist halt für mich auch was von Abenteuer, ja. Ich würde da gern einfach nochmal zum Verständnis der Zuschauer zurückgehen. Wenn du sagtest, du gehst, sagen wir mal, unter Leute und hoffst natürlich immer, dass es funktioniert, die du nicht kennst, oder du übergibst Leuten, die du nicht kennst, deinen Tesla. Was ist sozusagen die Zutat oder was sollte denn funktionieren? Wann ist ein Abenteuer gut gelaufen? Gute Frage. Wann ist ein Abenteuer gut gelaufen? Ein Abenteuer ist gut gelaufen, wenn ich lebendig bin. Wenn ich selber strahle, wenn ich selber lebendig bin, das ist das eine. Und natürlich auch, wenn ich die anderen zum Strahlen bringen kann. Also wenn mein Umfeld von meiner Ausstrahlung etwas mitbekommt und auch sich erfreut und strahlt. Also das ist auch eine Disziplin, die ich an den Tag legen möchte mit mir selber. Ich möchte die Leute nicht irgendwie, ich möchte nicht nur an mich denken und Hauptsache, ich habe ein tolles Abenteuer auf Kosten anderer, sondern auch die anderen sollen daran teilhaben. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen von meinen Mietern, den vorletzten Mieter, den ich hatte. Ja, ich musste den ja auch erstmal ein bisschen kennenlernen, aber das Witzige ist, es kommen auch nur Leute zu mir, die auch mein Auto schätzen und es auch gut behandeln. Und ich habe dann zu dem Mann gesagt, ich habe gesagt, du, mein Auto ist ein Auto der Liebe und des Friedens. Und da hat er total gestrahlt.
Und irgendwie waren wir da gleich so connected. Und mein Auto heißt ja auch Aloha. Und da sind ja auch diese beiden Sachen ja auch drin enthalten in dem Spirit von Hawaii, von dem Aloha-Spirit. Da hatte ich ihn dann sofort connected. Ne? Und das ist mir auch wichtig. Ich möchte gerne einfach ein schönes Umfeld schaffen. Deshalb bin ich, glaube ich, auch Coach geworden. Ich mag das so gerne mit den Leuten auch, wenn die sich wohlfühlen und wenn die strahlen und dann strahle ich auch. Ich mag das einfach gerne. Ja, das haben wir beide erlebt. Ja. Ich würde euch beide auch noch mal gerne fragen, weil du eben das Abenteuer ja als Tool entdeckt hast und damit Menschen und dich zum Strahlen bringst und weil du, Carola, Unternehmerin bist. Was haben Abenteuer und Unternehmertum gemeinsam? Wie können sie voneinander profitieren oder was brauchen sie beide? Risikobereitschaft fällt mir als erstes ein. Ja. Also das hat ganz viel miteinander zu tun. Also Unternehmerin zu sein ist auch ein Abenteuer. Und das bringt auch einen zum Strahlen und gleichzeitig hat man auch Herausforderungen zu meistern, die einem Abenteuer gleichen teilweise. Man kann natürlich auch sehr kontrolliert unternehmerisch tätig sein. Und das ist ja auch im Sinne der Mitarbeiter und der Verantwortung, die man trägt. Und gleichzeitig gibt es ja auch Klippen, wie wir es ja auch jetzt gerade mit der Wirtschaftskrise, mit der Lage Corona-bedingt erleben, wo wir ja gar nicht so genau vorausschauen können, ne, was auf uns zukommt und wir auf Sicht fahren oder eben risikobereit sagen, so, jetzt gehen wir den Weg, der für uns stimmig ist und achten jetzt vielleicht nicht gerade so auf die Unsicherheiten, sondern sind im Glauben, dass es funktioniert. Und so muss es ja beim Abenteuer auch sein, oder Regina? Dass es, ja, eben. Dass man an sich glaubt, dass man der Sache traut und dem Prozess traut. Genau. Ja, und dann ist die Frage natürlich auch, wenn man an die Mitarbeiter denkt, vielleicht an dich, Regina, was ist dann, wie kann das Unternehmer oder der Unternehmer, Unternehmerin das auch nutzen, wenn Mitarbeiter Abenteuer lustig sind? Mhm. Hast du da irgendwie Erfahrungen oder ja, Geschichten zu erzählen darüber, wie das auch in Verbindung gehen kann miteinander im Unternehmen? Also ich hab den Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei euch im Unternehmen ist, Carola, ich habe den Eindruck, es wird den Mitarbeitern, also es wird noch zu wenig Abenteuer den Mitarbeitern erlaubt oder sagen wir es mal so, es ist nicht so ein Thema. So will ich es mal sagen. Ich glaube, es ist nicht so ein Thema und letztendlich ist es ja im Unternehmen auch oft so, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, wenn man jetzt vom Größeren spricht, also vielleicht sogar von einem Konzern, oder von der Konzernstruktur, da gibt es ja auch Prozesse, die sollen funktionieren, alles soll effizient sein und so weiter. Und da wird oft dort die Energie hineingepackt, die Prozesse noch effizienter, noch mehr Kosten zu sparen und so weiter und so fort. Und alles andere, also wie beispielsweise die Mitarbeiter dürfen Abenteuer erleben und vielleicht auch einfach mal ihre Skills, die sie noch haben, die vielleicht gar nichts mit der Stellenbeschreibung zu tun haben, wo sie jetzt für eingesetzt und bezahlt werden, die aber auch anzuzapfen und die auch zu nutzen und sie sich ausleben zu lassen. Ich glaube, das ist noch kein Thema so richtig bei vielen Unternehmen, weil man mehr in dieser Effizienz- und Kostenschiene teilweise denkt, ne? Und auch vielleicht so ein bisschen... vielleicht noch so ein bisschen so die althergebrachten Gedankenmuster. Keiner möchte sich ja übers Ohr gehauen fühlen. Weder möchte der Arbeitgeber sich übers Ohr gehauen fühlen, was die Arbeitszeit angeht vom Arbeitnehmer, so nach dem Motto, alle Arbeitnehmer sind faul und die sollen aber hier fleißig sein. Und die andere Sichtweise vielleicht, ja, mein Arbeitgeber, der hat ja die ganze Kohle und der irgendwie, der nutzt mich hier aus und so weiter. Ich habe das jetzt mal bewusst so ketzerisch dargestellt, ne? Weil ich glaube, dass das teilweise noch ein bisschen in den Köpfen drin ist, weil so ein Misstrauen dadurch entsteht, ne? Also es braucht eben auch Vertrauen, seinen Mitarbeitern Abenteuer zu gewährleisten, wie beispielsweise Projekte zu unterstützen, die vielleicht im ersten Moment nicht der Sache linear, sagst du immer so schön, Bettina, dienlich ist, aber breit gefächert die Kreativität dann auch
ja, antriggert und die Kreativität fördert und letztendlich auch die Verbundenheit zum Unternehmen. Ja, schöner Impuls auf jeden Fall. Also wir können sicher noch viel mehr in unserem Unternehmen in die Richtung machen. Und das, ich sehe da auch wieder mal einen Spielplatz vor mir. Ja. Einfach mehr Kreativität entstehen kann, Freiraum, und wenn man spielen darf und scheitern darf. Scheitern ist ja auch so wichtig. Auch im Abenteuer passiert vielleicht mal was, hast du am Anfang des Gesprächs schon gesagt, ne? Und was wir zum Beispiel gemacht haben, wir sind mit Führungskräften in den Klettergarten gegangen, ne? Und das ist natürlich aufregend für viele, die das noch nie erlebt haben oder Höhenangst haben. Und sich dann trotzdem zu trauen, das ist für die schon ein Wahnsinnsabenteuer. Mhm. Und gleichzeitig lernen sie sich selber kennen, sie lernen sich in der Gemeinschaft der Führungskräfte kennen, der Unternehmer lernt sie kennen und so weiter. Und sie können sich viel besser aufeinander einstimmen, gerade so als Team dann. Und das ist, hat ja auch schon eine Kraft und ist wirkungsvoll. Das ist natürlich mehr eine Momentaufnahme, aber die hat auch eine Wirkung nach innen. Genau. Also in dem Zusammenhang finde ich es auch spannend, dass bisher war es eigentlich oft so, dass Abenteuerlust überhaupt nicht geschätzt wird von Unternehmen. Dass man also so als, also sagen wir mal bei der Personalentwicklung, wenn man so eine Art Persönlichkeitsprofil entwickelt, möglichst nach Mitarbeitern sucht, die so eine Art Stabilität zeigen. Besonders bei so Berufen wie Buchhalter und so. Also da möchte man keinen Abenteuerlustigen haben. Also höchstens so im kreativen Bereich. Und dass man das überhaupt als Unternehmer schätzen lernt und sagt, wir brauchen Mitarbeiter, die mindestens in der Freizeit Abenteuer erleben, um eben sprudelnde, fröhliche Menschen zu sein und nicht krank zu werden. Und ja, einfach Menschen, also ihr Abenteuerdasein zeigen und vielleicht umso wertvoller sind. Das finde ich ist auch ein wichtiger Ansatz. Also ich glaube, dass es auch noch viel mehr Menschen gibt, die Abenteurer sind. Also ich habe das jetzt für mich mal so entwickelt und ich hatte immer so einen Drang, rauszugehen und was zu erleben. Wie gesagt, ich hatte es zu Anfang schon gesagt, es entspricht so meiner Persönlichkeit. Aber wenn ich Leute so ein bisschen aus ihrer Reserve locke und so ein bisschen aus sich raushole, dann merkt man schon, dass es doch mehr Abenteurer gibt, als vielleicht augenscheinlich so vorhanden sind, ne? Und jeder hat ein anderes Abenteuer oder bei dem einen ist es mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger. Aber ich finde es unheimlich toll, dann aus den Menschen diese Sachen rauszukitzeln und dann zu schauen, was eben auch passiert. Und da glaube ich, das kann man sowohl für die eigene Persönlichkeit nutzen, wie auch in Unternehmen nutzen. Es dient der Gesundheit, du hast es eben schon gesagt, so schön, Bettina. Bei mir ist es absolut so, wenn ich nicht raus kann, wenn ich nicht frei bin, wenn ich hier nicht on the road sein kann, dann kriege ich Probleme, dann tut mir irgendwas weh, dann fühle ich mich komisch, dann werde ich krank. Ja, also ich brauche es tatsächlich für meine Gesundheit. Und dann ist es ja auch wieder gut für den Arbeitgeber, denn gesunde Mitarbeiter sind ja wertvoll. Und ich glaube schon, dass viele einen Ausgleich haben privat und vielleicht gar nicht so viel in die Firma tragen. Ne? Das ist leider, muss man ja auch sagen, vielleicht noch sehr getrennt ist. Ne? Das Private und das Berufliche und dass sowas viel mehr noch zusammenfließen kann. Das heißt ja nicht, dass man immer gleich Fallschirmspringer sein muss oder sonst was. Aber wenn wir viel mehr teilen über das, was wir als Leidenschaft, als Abenteuer erleben, dann lernen wir die Menschen auch und das Miteinander noch besser schätzen und kennen. Ne? Das finde ich auch schön. Sicher tauschen sich viele ja auch aus, die Kollegen untereinander, und man lernt sich kennen. Und dass man vielleicht das auch teilt, ne? Und daraus auch eine Lebendigkeit im Unternehmen entwickelt. Dass es dir gelingt, Regina, die Leute da hinzuführen, das ist ja deine Qualität. Ne? Dass du das aus denen rauskitzelst, dass du siehst, wo die leuchtende Augen kriegen, ne, und neugierig sind und du sie dann auch mit ins Abenteuer nimmst. So wie du uns heute auf deine Reise hier mitgenommen hast und sicher gleich auf die Tube drückst, weil du ja noch, nehme ich mal an, gleich eine Fahrt machst mit deinem Auto. würden wir natürlich gerne mit, ne, Bettina? Auf jeden Fall, absolut. Vielen herzlichen Dank, Regina. Und ich bin auch schon gespannt auf das Interview, das wir mit dir machen, wenn du von deiner Reise zurückkommst und von deinem Abenteuer erzählst. Denn das wirst du bestimmt. Bestimmt.
Danke für das Interview. Vielen Dank euch. War sehr schön. Gute Reise. Ja, danke. Und stay tuned. Ja. Stay tuned. Tschüss. Ciao.